Übermüdung und Stillherausforderungen, Jelis KOC hat noch gut lachen. Jelis KOC-Leben hat sich von einer auf die andere Sekunde um 180 Grad gewendet. Die einstige Bachelor-Kandidatin ist Mutter geworden. Am 2. Oktober 2021 hat die kleine Snowelani das Licht der Welt erblickt. Seitdem dreht sich das Leben der frisch gebackenen Mami um ihre Tochter. Auf Instagram gibt Jelis 27 nun einen ersten Einblick, wie das aussieht. Schlaflose Nächte und eine Milchpumpe. Die in Dauerbetrieb läuft, inklusive. Die Geburt eines Babys bringt nicht nur unfassbare Glücksgefühle, sondern auch große Herausforderungen mit sich. Das muss nun auch Jelis KOC am eigenen Leib erfahren. Doch noch nimmt es die Neumama mit Humor, wie die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story beweist. Darin teilt sie ein Comicbild von einer Mutter, die beim Milchabpumpen vor Erschöpfung einschläft. Das Bild ist eine Antwort auf die Frage eines Freundes, ob sie etwas Schlaf bekommen habe. Offensichtlich geht es der einstigen Schwiegertochter in Spe von Natascha Ochsenknecht ganz genauso, wie zwei Emojis deutlich machen. Übermüdung und Dauerstillen, das dürften viele Mütter gut kennen bzw. werdende Mamis bereits fürchten. Im nächsten Storybeitrag zeigt die Ex-Freundin von Jimmy Blue Ochsenknecht, 29, genau das. Eine Userin, die bald ein Kind erwartet, fragt Jelis nach ihren Erfahrungen mit der Milchpumpe. Und Schwuss, so schnell gibt's ein Baby-Update von der stolzen Mami. Ich habe mir eine Milchpumpe gekauft und bin mega froh, erklärt Jelis. Ihre Kleine verliere zu viel Energie, wenn sie auf natürlichem Wege an der Brust trinke. Bis Snowelani etwas zugenommen hat, möchte Jelis also mit dem Abpumpen und Fläschchen geben weitermachen. Auf den Rat eines Fans, dass sie sich mit dem Abpumpen nicht stressen solle, verrät sie, dass sie es regelmäßig mache, um keinen Milchstau zu bekommen. Die Influencerin, die sich mit den Ochsenknechts verkracht hat, macht deutlich, dass sie genau weiß, was für sie und ihr Baby das Beste ist. Ich liebe es, zu stillen und hoffe, dass ich bald damit weitermachen kann, schließt Jelis ihr unerwartetes Baby-Update ab. Wir drücken die Daumen.